Was macht ihr denn in eurer Freizeit? Ja, was jeder so gut macht, so gern macht. Also im Moment regen wir uns in der Freizeit auf, dass so blöder Sommer ist, glaube ich. Weil es fühlt sich eher an wie Herbst, aber ansonsten probieren wir die freie Zeit, glaube ich, mit Freunden zu genießen, mit der Familie. Wir sind ja auch beide nicht so oft zu Hause. Und wenn man so viel unterwegs ist, wie ist, weiß man, was dann so Familie und so, wie schön das eigentlich sein kann, einfach zu Hause zu sitzen und mit denen irgendwie Kaffee zu trinken und zu quatschen. Aber wir machen gerne auch, wir spielen beide ein bisschen Golf nebenbei oder anderen Sport, Fußball spielen wir ganz gerne. Und aber so viel Freizeit ist leider nicht. Ja, also ich glaube, uns machen die gleichen Sachen Spaß wie jedem anderen auch. Und gerade bei Sportlern, uns kann man auch mit diversen anderen Spielen oder Sportarten sehr leicht begeistern. Und im Großen und Ganzen versuchen wir halt die freie Zeit zu genießen und wenn wir zu Hause sind, auch möglichst die Leute zu treffen, die wir sonst auf den Reisen nicht so oft sehen. Aber ja, generell machen uns wahrscheinlich die gleichen Sachen Spaß wie jedem anderen auch. Seid ihr schon sehr aufgeregt vor euren ersten Spielen? Also ich persönlich bin noch nicht so aufgeregt, ganz ehrlich. Das liegt aber natürlich daran, weil im Moment ist noch so alles wie immer. Ich trainiere jeden Tag, schlafe zu Hause. Man hat das noch nicht so richtig realisiert. Ich glaube, das geht so richtig los, wenn wir jetzt am Dienstag nach London fliegen und dann im Olympischen Dorf wohnen und das erstmal in der Halle trainiert haben und man auch schon die Gegner kennt. Wir wissen noch nicht, gegen wen wir spielen. Und dann wird es dann langsam ernst und dann kommt natürlich auch die Nervosität und die Aufregung. Das Schwierige, aber auch die Kunst daran ist dann, glaube ich, diesen Druck oder die Aufregung und Nervosität dann so gut wie möglich umzusetzen und sich da nicht irgendwie von niederschlagen zu lassen, sondern das möglichst positiv in Energie umzusetzen. Und das ist immer das Schwierige. Aber im Moment bin ich noch relativ entspannt und das kann sich aber dann in den nächsten Tagen doch relativ schnell ändern, fürchte ich. Ja, also da hat er alles gesagt, würde ich sagen. Zurzeit sind wir noch in unserem ganz normalen Umfeld und sind es ja auch gewohnt, uns auf große Turniere vorzubereiten. Und bis jetzt ist, was das angeht, noch kein großer Unterschied bei mir zumindest festzustellen. Ich freue mich halt tierisch, dass es jetzt bald losgeht und wenn wir dann erstmal vor Ort sind und auch mal in der Halle da trainiert haben und wissen, gegen wen wir das erste Spiel machen, dann wird das wahrscheinlich alles so ein bisschen näher rücken und dann wird die Aufregung auch zunehmen, aber das ist auch ganz normal, dass man vor so einem großen Turnier eine gewisse Aufregung hat und das hilft eigentlich auch nur. Welche Ziele habt ihr für Olympia? Du willst mal Journalist werden da hinten. Da kommen die schwierigen Fragen. Ich unterscheide das ganz gern immer in Ziele und Chancen. Und Ziel ist natürlich für jeden von uns, der dahin fährt, zu gewinnen. Sonst würden wir nicht dahin fahren. Und das heißt, wenn man in der Schlussfolgerung heißt, dass wir eine Medaille haben wollen. Sonst müssten wir nicht dahin fahren. Die Chancen darauf sind relativ gering, glaube ich. Die Asiaten, vor allem die Chinesen, sind halt leider, oder was heißt leider, sind verdientermaßen doch uns ein bisschen voraus. Aber wir sind eigentlich guter Dinge. Wir haben gut trainiert, oder ich habe gut trainiert. Ich fühle mich in Form und hoffe da für eine Überraschung zu sorgen. Also das Ziel ist ganz klar, immer das nächste Spiel zu gewinnen und dann hoffentlich die Goldmedaille. Wenn es nicht wird, ist es auch kein Weltuntergang. Ja, also ich meine, es ist ja ganz klar, dass man, wenn man sich auf ein Turnier vorbereitet, nicht die ganze Zeit denkt, so ja geil, ich bin dabei, das war's. Jetzt ums Dabeisein haben wir ein Jahr lang gekämpft. Das ist, haben wir uns, wie gesagt, gefreut, dass wir es erreicht haben. Und seitdem trainieren wir natürlich darum, vor Ort möglichst gut spielen zu können und dann auch die guten Leute, die da sind, zu schlagen. Ganz klar. Wart ihr in der Jugend auch schon so gut? Machen wir ihn zuerst. Ja,
ich beantworte die Frage ganz kurz für Marc, ja. Und für mich ganz klar nein. Also ich hatte so mit Nationalmannschaft oder, also ich habe mich in der Jugend teilweise nicht für deutsche Meisterschaften qualifiziert. Ich bin ein Spätstarter, nennt man das im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, bei mir war es halt ein bisschen anders. Das liegt natürlich auch immer viel daran, wie man in der Jugend die Möglichkeiten hat zu trainieren und so. Ich denke, wir in Beul oder ich damals auch hier in Beul hatte immer super Bedingungen. Wir haben eine super schöne Halle. Wir haben gute Trainer, die auch früher selbst gut Badminton gespielt haben und einfach gute Möglichkeiten und auch immer viele andere Jugendliche. Und ich hatte immer viele Freunde hier, deswegen war das Training für mich einfach auch ein Treffen mit den Freunden und das gibt es leider nicht überall in Deutschland, dass so die Möglichkeiten so gut sind wie hier. Aber ich denke mir, unsere beiden Beispiele zeigen, dass sowohl, wenn man in der Jugend gut ist, heißt es nicht, dass man später unbedingt gut sein muss. Und selbst wenn man in der Jugend vielleicht noch nicht so die hellste Kerze auf der Torte ist im Badminton, dann kann das immer noch sehr gut klappen.